mit den Gefangenen hinein und nehme mein Funkgerät als Peilsender mit. Wer auch immer das hört, richtet dem Hüter aus, meinem Signal zu folgen. Ich werde warten. Wiederhole. Notrufmeldung. Hier spricht Amanda Holiday. Hört mich jemand? Da bist du ja. Ich bin so froh, deine Stimme zu hören. Hey, Defrem. Gleichfalls. Ich hatte schon befürchtet, ich wäre umsonst hier reingeschlichen. Ziemlich clever, aber auch etwas riskant. Ich kann das nicht befürworten. Riskant? Hast du nicht mal eine Kabalblockade durchbrochen, nur um frische Eier zu besorgen? Wo genau in der Anlage bist du, Amanda? Ich bin im Zellenblock mit den Gefangenen. Der Hüter kann meinem Funksignal folgen, um uns zu finden. Er ist auf ein kleines Hindernis gestoßen, aber keine Sorge. Er ist unterwegs. Wir werden nicht durch die Wände in die Pyramide eindringen, sondern durch das Gewebe der Realität. Nutze meine Macht und betritt die Aszendentenebene. Ich muss zugeben, ich hatte ein paar gute Ideen für die Gefangenenbefreiung. Durch eine alternative Realität zu reisen, war keine davon. Der Hüter macht was?
Im Ernst, je länger wir uns alle kennen, desto seltsamer wird es. Vor allem seitdem der Zeuge aufgetaucht ist. Beseitige die besessenen Fäule und beschwöre an ihrer Stelle ein Signalfeuer. Es wird diesen Ort weihen und die Dunkelheit ringsum vertreiben. Was auch immer du gerade getan hast, Hüter, es hat funktioniert. Die Basisverteidigung ist völlig verwirrt. Jetzt scheinen sie aber schwere Geschütze aufzufahren, um dich aufzuhalten. Etwas liegt vor dir. Es weckt eine Erinnerung oder vielmehr Uldrens Erinnerung. Eine vertraute Stimme. Sei vorsichtig, Hüter. Verbanne diese besessenen Schänder. Sie sind nur leere Hüllen, erfüllt mit dem Verlangen einer größeren Willenskraft. Vertraue deinem Licht, dann können sie dich nicht aufhalten.
Ich habe diese Pyramide stundenlang abgesucht, aber keine Eingänge gefunden. Und jetzt marschiert der Hüter einfach so hinein? Das kommt auf den Blickwinkel an. Die Wände des Gefängnisses mögen undurchdringlich sein. Doch die zwischen den Welten sind es nicht. Ihr hattet noch nie großen Respekt vor Grenzen, nicht wahr? Du bist auf meinem Radar, Hüter. Die Gefängniszellen sollten direkt vor dir liegen. Der Anführer der Wachen ist aber nicht ohne. Also pass auf dich auf. Mächtige Besessene ins Visier. Schnapp dir ihre Essenzen und weihe sie in deinen Signalfeuern. Sobald die Essenzen geweiht sind, werden sie zu Waffen, die die Abwehr der Feinde schwächen.
Extraktion bestätigt. Die Gefangenen sind auf dem Weg zur Farm. Gute Arbeit, Leute. Hüter, mein Schiff ist in der Nähe, aber beschädigt. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen, um es dort rauszuholen.